Warum ist es gerade wichtig, dass eben auch Länder wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, ich nehme mal die skandinavischen Länder dazu, die spielen ja noch eine eigene Rolle. Welche Rolle müssten sie spielen? Also einmal, dass sie Vorteile anderen Ländern anbieten, damit die reduzieren, aber indem wir logischerweise auch selbst reduzieren etc. Welche Rolle können solche Länder noch spielen? Also wir brauchen ja Energie, und zwar brauchen wir saubere Energie. Und viele Entwicklungsländer haben die erneuerbare Energie, die wir nicht haben. Die könnte man jetzt nutzen, entweder direkt, wenn ich an Nordafrika denke, also technologisch ist überhaupt kein Problem, dort Sonnenstrom herzustellen, den zu uns zu leiten, ja, durchs Mittelmeer, keine großen Entfernungen. Verluste liegen in der Größenordnung von maximal 10%. Also technologisch ist alles kein Problem. Und das würde natürlich auch den Nordafrikanern oder auch anderen Ländern eine Entwicklungsperspektive bieten. Und beide hätten etwas davon. Ja. Die Entwicklungsländer können sich weiterentwickeln, können Wohlstand generieren. Ich glaube, das würde auch die Demokratie fördern, ja, weil Menschen können Teilhabe haben. Und wir würden dann eben saubere Energie bekommen, die wir natürlich bezahlen müssen. Nichts ist umsonst. Wir bezahlen auch Kohle und Öl und Gas und so weiter. Ne? Das wäre zum Beispiel so ein Modell, dass man einfach versucht, diese Partnerschaften, diese Energiepartnerschaften aufzubauen. Ne? Und das tut niemandem weh. Es tut nur, wenn ich das kurz sage, es tut nur den Energiekonzern oder den Mineralölkonzern weh. Aber das ist mir ehrlich gesagt völlig egal, ob es denen weh tut oder nicht. Aber gibt es denn einen Weg, Sonnenenergie aus Afrika hierher zu bringen? Ja, den gibt es. Es gibt Leitungen, die relativ verlustfrei leiten. Das sind sogenannte Gleichstromleitungen. Ja, und das sagte ich ja, die leiten relativ verlustfrei. Also es gibt es alles. Es ist immer eine Frage des Geldes. Ne? Niemand will es bezahlen. Aber irgendwie müssen wir Mittel und Wege finden, das zu bezahlen. Ich meine, wir haben alles auf dieser Welt. Also wir haben eines auf jeden Fall nicht, wir haben kein Energieproblem. Wir müssen einen Bruchteil, wirklich einen winzigen Bruchteil der Sonnenenergie nutzen, die auf die Erde fällt, um den Weltenergiebedarf zu decken. Das heißt, wir haben überhaupt kein Energieproblem auf der Erde. Wir haben auch kein Technologieproblem. Die Technologie ist schon längst entwickelt. Es ist alles möglich. Und wir haben auch kein Geldproblem. Geld ist genug vorhanden, aber es ist eben falsch verteilt. Das ist ja immer das große Elend. Und